Ein Liebesbeweis mit schwerwiegenden Folgen hält jetzt Robin Sturm und Stefan Sindera in Atem. So, Ruhe, hey, Ruhe, hey! Hey, ist okay, wir kümmern uns darum. Ja, wir kümmern uns. So, wir ziehen uns damit auf. Ja, der Knaller steht hier vor meinem Haus und singt wie bekloppt. Ja, wir kümmern uns doch darum, oder? Jetzt komm runter, Radu. Das Auto ist hey, hören Sie damit auf. Leonie! Hören Sie auf. Gut, hören Sie mir dazu. Tickst doch wohl nicht sauber. Warte erst mal aus. Sie ist ein Sinnbild der Göttlichkeit. Ja, ein Engel auf Erden. Wer sind Sie? Mit aller Macht habe ich versucht, mein Herz zu erobern. Hören Sie mir zu. Ihr Herz. Hören Sie mir zu. Gut, ich will jetzt erstmal wissen, wer Sie sind. Jeremy Läufer. Einmal Ihren Ausweis. Komm mal bitte rein. Ihr auch, du hier? Wie liegt der Verletzte? Haben Sie da eine bewusstlose Person? Ja, ich habe schon krank. Man hat schon eine Lösung. Robin, ich gebe uns rein. Was ist denn hier eigentlich los, bitte? Hier vorne rechts liegt sie. Hallo? Hey. Hallo. Hallo, wie lange liegt sie da schon? Ich war eben im Bad, ich hab nur gedacht, ich muss mal jetzt langsam runterkommen, hab nur gesehen, dass sie da liegt und hab ihr voll Sorgen gemacht jetzt. Okay. Das ist meine Schwester. Puls ist da. Haben Sie schon mal einen RTW verloren? Ja, ich Rettungswagen habe ich angerufen, aber ich wollte jetzt auch mal wissen, hatte sie irgendwie schon mal, ich habe ja gar keinen Schlaganfall oder sonst Kommen sie mal, irgendwas. Hallo? Sie werden ja nicht für Buchstaben bezahlt. Hat sie irgendwas eingenommen? Irgendwelche Medikamenten oder irgendwas? Nein, ihr ging es die ganze Zeit gut. Ich habe halt gedacht, weil ich bin nur zu Besuch hier und das ist ihr Freund und ich dachte, vielleicht weiß er was mit ihr los ist, dass er sie vielleicht... Hat sie sich erbrochen oder irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste, keine Ahnung. Also Anfälle hat sie auch nicht öfter. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich bin das halt nur das Wochenende da, also beziehungsweise die Woche jetzt hier. Das ist ihre Schwelle. Wie lange ist das jetzt, dass sie so liegt? Boah, ich bin vor ein paar Minuten erst runtergekommen. Ich war halt längere Zeit auf Toilette. Deshalb habe ich das nicht mitbekommen, was jetzt passiert ist. Also und sie ein heißt? Paar Minuten. Wie heißt sie? Leonie. Leonie? Sie atmet ja, sie gibt ja auch ein paar Geräusche. Leonie? Leonie, hier ist die Polizei. Leonie? Gucken Sie mal bitte, wenn der RTW kommt, dass Sie die bitte sofort hier reinschicken. Ich will sie jetzt auch möglichst wenig bewegen. Falls sie sich jetzt wirklich erbricht, da hat sie schon eine gute Position. Ich bin da, alles gut. Noch gehen die Beamten davon aus, dass der liebestolle Stalker vor dem Haus der Täter ist. Hinter dem Fall verbirgt sich jedoch etwas völlig anderes. Herr Meier, können Sie mal herkommen? Kommen Sie mal her. Sie gehören jetzt zu der ganzen Kombo dazu, ne? Ja. Sie wohnen hier zusammen oder wie ist das? Ja, das ist meine Freundin. Das ist Ihre Freundin und wer ist sie? Das ist die Schwester. Leonie! Schwester. Ach, oh, Leonie! Ich hab schon mal einen ausgeschaltet. Ordnung, Leonie! Bleiben Sie jetzt mal da, ja? Sonst kriegen Sie Handfesseln an. Haben Sie mich verstanden? Ja. Gut. Ich habe Ihnen noch gerade den Ausweis abgenommen. Was ist das für ein Scheiß? Wie viele von den Chefartikeln haben Sie noch? Ich hab ihr Geschenke gemacht. Ich hab ihr Brötchen gebracht, Schokolade, sogar ein Hamster mit rosa Schleifchen am Hals habe ich ihr gebracht. Einen lebenden, weil ich versucht habe, ihr Herz zu erobern. Gut, ist mir jetzt scheißegal. Einmal an die Wand. Ich pack's. Leonie! Leonie! Jetzt halten Sie sich mal ruhig. Leonie! Weil Sie hier die einen, die Maßnahmen stören. Meine Maus, komm her, meine Maus! Passen Sie mal auf, Ihre Maus, die liegt da. Ich hab hier so viele Sachen gebracht. Hey, wir sind doch füreinander bestimmt. Ich schwer behindert. Ja. Wir sind doch füreinander bestimmt, Leonie! Scheiße. Bleib mal ruhig. Vielleicht müssen wir den Züchter gehen. Ist denn irgendeine Einrichtung? Weiß ich nicht, ich habe noch nicht abgefragt. Wir sind doch schon ein Paar. Ich hab dich mit Präsenten überhäuft, meine Zuckerschnecke. Ich frag mal, ob das irgendeine Einrichtung ist. Ja. Leonie! Bleiben Sie mal ganz ruhig hier, ja? Herr Läufer ist richtig, 15:30. Ne? Herr Läufer? Jeremy Läufer, ich gehöre zu Leonie. Gut. Ist mir klar. Ich habe hier am Einsatzort wegen der Ruhestörung den Jeremy Läufer, 11.08.84. Der randaliert hier, hat einen Schwerbehindertenausweis. Ist er zufällig irgendwo entlaufen? Einmal mitkommen. Ich setze Sie einmal in den Streifenwagen, schau mal. Wir prüfen das mal. Okay, verstanden. Die Sanitäter haben den Grund für die Bewusstlosigkeit des Opfers ausgemacht. Wie geht's dir denn? Ja, ich habe mal was ganz Interessantes für euch. Schaut mal hier. Vampire haben wir ja hier keine, ne? Elektroschocker. Bitte was? Ja, entweder so ein Teaser, ne, oder Elektroschocker, so in der Art, ne? Also, da wir hier keine Vampire haben, gehe ich mal davon aus, dass das so was gewesen ist. Wenn Sie hier zusammen wohnen. Was hast du jetzt gerade gemacht? Nichts. Was haben Sie denn da gerade? Also ich meine, wir hätten ja einen Tatverdächtigen. Die Frage ist nur, war dieser Herr hier auch im Haus? Weil der lauert ja offenbar ihrer Freundin auf. Der bringt dir hier ein Ständchen und alles. Was ist da? Hast du
Pass mal auf. Hier, ich habe mir jetzt erstmal einen Streifenwagen gesetzt. Geh mal her. Hast du das rausbekommen? Nee, die Antwort kommt noch. Ich habe abgefragt. Pass auf, die Dame, die hat einen Elektrostocker. Hey! Ganz ruhig, ganz ruhig. Einmal Brötchen. Hast du? Ja. Hast du denn einen Schell? Ist ein Hut nicht. Chris, was ist denn hier bitte los? Kannst du mir das mal sagen? Der hat ja gerade was weggeschoben an der Heizung. Ganz ehrlich, jetzt... Bleiben Sie erstmal weg da, bleiben Sie erstmal weg da. Jetzt werden Sie sich hier nicht. Ja. Doch, wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Was ich jetzt nicht ganz checke. 15:30 hört. Ja, der Jeremy Rotter, der ist tatsächlich im betreuten Wohnen, allerdings kann er sich frei bewegen. Also. Ja, haben wir soweit mit, bräuchten wir wahrscheinlich einen zweiten Einsatzwagen zum Abholen des Herrn Läufer. Ansonsten haben wir noch eine zweite Person, die wir mit zur Wache bringen. Verstanden, Herr Wirt. Gut, so, schaust du mal eben? Ja, jetzt soll er mir... Schau mal. Guck mal bitte erstmal, was er da versteckt hat. Ja, ja. Haben Sie irgendwelche Probleme mit dem Herrn? Nee, also ich bin ja sowieso nur zu Besuch da, ja. Aber ich hatte bis jetzt nie was Negatives gehört. Ich war total glücklich mit ihm. Also, ihre Schwester ist mit ihm zusammen, ne? Und ich bin jetzt gut. Ein paar Tage nur zu Besuch. Deshalb, ich habe ihn jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber... Ach du Scheiße. Was ist das Ding, ne? Ein Elektroschocker. Okay, habt ihr die Wunde an dem Hals, ne, gefunden? Ja, ja, ja. Ja gut, dann passt das schon mal. Das war ein Missverständnis. Das war ein Missverständnis. Missverständnis? Ja, wenn Sie was zur Sache sagen wollen, aufklären wollen, wir können auch gerne sprechen, dann helfe ich Ihnen jetzt so hoch. Ja, wäre schön. Ja, ich weiß auch nicht, warum Sie hier so einen Unfug veranstalten. Herr Meier, wollen. Herr Meier, hören Sie mir zu? Herr Mahler, wenn es geht. Herr Mahler, meine ich doch, sorry. Herr Mahler, wollen Sie zu der Sache was sagen? Wenn ja, dann soll es der Wahrheit entsprechen. Ja, das war ein wir gehen mal. Ja, was heißt ein Missverständnis? Ja. Der Vogel hat dann draußen gesungen, ich wollte dem eigentlich an die Wäsche, da kam meine Freundin, da hat sie in den Weg gestellt, da habe ich sie aus Versehen getasert. Aus Versehen getasert? Ja, aus Versehen. Also in den Hals, Sie haben gesehen, wo sie die Verletzung hat, ne? Im Hals eben. Ja, das war im Affekt, ich wollte raus, wollte den Typen da von meiner Karre holen, weil der die ganze Zeit da schon rum am Birken ist, und ich wollte ihm da an der Wäsche. Und sie stand aber Sie haben doch die Polizei gerufen, oder nicht? Nein, das war hier meine Schwägerin. Ja, aber es gilt als Waffe, ne? Ab einem bestimmten Bereich. Ich habe das dienstlich, weil ich hier Sicherheitsbeamter bin. Immer, stimmt. Dürfen Sie auch nicht als Sicherheitsbeamter tragen. So. Haben Sie einen Waffenschein? Ich komme gleich nochmal zurück. Ja, klar. Ja. Würden wir dann abklären. Gut. Die Frage für mich ist halt, ich meine, es geht hier um Ihre Freundin, die ist schwer verletzt. Warum Sie nicht gleich, wenn es wirklich ein Versehen war, so wie Sie sagen, warum Sie nicht gleich mit der Sprache rausrücken? Mir ist die Sicherung durchgebrannt. Ich wollte die eigentlich nur von der Karre holen, weil... Ich denke, die haben Verhältnis und ich weiß was. Dieser Herr Läufer und Sie? Ja. Meinen Sie? Ja. Okay, dass der Herr aber auch eine Behinderung hat, wissen Sie auch? Nein. Woher? Gut. Ist Ihnen dann dem Verhalten gar nicht aufgefallen, ne? Dass der irgendwie vielleicht nicht mehr alle hat? Ja, Verliebte machen nur mal komische Dinge, kann ich auch nichts. Ja, aber gut, auch gut. Sie haben jetzt diese Waffe benutzt, dementsprechend haben wir eine gefährliche Körperverletzung vorliegen. Wir nehmen Sie jetzt erstmal einmal mit zur Wache. Mhm. Ne? Während die Beamten den eifersüchtigen Freund des Opfers zum Auto bringen, sucht der liebeskranke Stalker den Weg in die Freiheit. Zunächst mit Erfolg. Ja, Leonie! 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 Hören Sie mir mal zu. Ich will Ihnen nicht wehtun, ja? Ja. Einmal runter. Aber Leonie, hören Sie mir mal zu, ja? Ich will Ihnen nicht wehtun, wirklich nicht. Aber wenn Sie hier weiter so einen Aufstand machen, dann bin ich gezwungen, Ihnen weh zu tun, ja? Weil ich das Verhalten hier nicht tolerieren kann, aber das hier wir an den Tag zusammen. Ihre Leonie, die ist momentan im Rettungswagen. Warum das? Die wird ärztlich behandelt. Hat ihr Scheißfreund ihr etwas angetan? Wir gehören zusammen. So. Sie werden Arnold gleich für den 15:30 von uns kommt. In einen Streifenwagen verbracht und fahren dann zur Wache. Und danach, ja, werden wir die ganze Situation runterfahren. Und danach gucken wir, wie es mit Ihnen weitergeht. Okay. Und dann können Sie der Leonie vielleicht irgendwann mal einen Brief schreiben. Ja, wäre das in Ordnung? Ja. Machen Sie das. Und jetzt ist erstmal Ruhe, okay? Okay. Verstärkung heute. Gut, Verstärkung kommt gleich für ihn. Ja. Ne? Wo sind Sie denn untergebracht zurzeit? Was war das?
Ich hab abgefragt, ich hab's so in der Dessernung zum Teil okay. gemacht. Der lebt alleine, ne? Nee, in der Wohngemeinschaft. In der Wohngemeinschaft. Darf sich aber frei bewegen, so wie ich das verstanden habe. Gut. Wissen wir Bescheid, Herr Läufer. Sie können sich aber jetzt. Was soll die ganze Aktion hier? Ich habe Leonie nach der Arbeit in der Psychoklinik aufgelauert, bin ihr hinterhergegangen, weil ich wissen wollte, wo sie wohnt. Ich habe ihr sonst was für Geschenke gemacht. Da? Sie arbeitet dort, ja. Ich habe ihr einen Hamster gebracht mit einer rosa Schleife um den Hals. Das ist ja nett. Weil er so ähnlich aussah wie sie. Sie ist ja so ein süßes Mäuschen, so ein süßer Hamster. Und natürlich. Schokolade und Gebäck und alles habe ich ihr gebracht. Wir sind füreinander bestimmt, aber sie hat alles abgelehnt. Wahrscheinlich, weil sie mich trainiert. Herr Läufer, wenn Sie mich gut verstehen, nicht, ne? Wir bringen Sie jetzt gleich wieder zurück, ja? Ja. Gut. Wir wollen jetzt erstmal, dass Ihr Mäuschen besser geht, ne? Verstehen Sie mich, ne? Ja. Ich kläre das nochmal gut. Im Rettungswagen ist die Angebetete des Stalkers mittlerweile in der Lage, eine erste Aussage zu tätigen. Die Frau steht nach den Geschehnissen aber immer noch unter Schock. Haben Sie das denn mitbekommen, dass Sie da einen Elektroschocker bekommen haben? Ich habe versucht, meinen Freund aufzuhalten. Er wollte mit dem Taser rausrennen und... Das ist einer Ihrer Patienten, der Ihnen da ein Ständchen gebracht hat, ne? Ja, der ist schon länger hinter mir her. Der versucht, mir überhaupt Geschenke zu kriegen. Letztens ein Hamster mit einer rosa Schleife drumherum. Also würden Sie sagen, das geht schon in den Bereich des Stalking, dass er das öfter gemacht hat? Ja, und mein Freund ist wahnsinnig eifersüchtig. Na gut, schlechte Konstellation dann. Ja. Okay. Gut. Ich will Sie jetzt auch nicht zu lange jetzt hier belästigen. Fahren Sie schnell ins Krankenhaus, ne? Wir kümmern uns dann um alles. Okay? Sie fahren mit? Ja, ich fahre mit. Danke, dass Sie da waren. Gut. Ja, der Maler, der muss sich hier für verantworten für eine gefährliche Körperverletzung, weil er hier mit dem Teaser seine Freundin geschockt hat sozusagen. Dem Jeremy Läufer, dem wird hier erstmal nichts passieren, weil der ist eigentlich geschützt durch Schuldausschließungsgründe, weil aufgrund seiner psychischen, aufgrund seines psychischen Defizits kann man ihn hier nicht bestrafen.